2023. Detroit become human. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodum, zu einem neuen Netztest auf meinem Kanal. Wir spielen die Geisel-Demo. Wir spielen die Demo-Version von Detroit Become Human. Auf Steam erhältlich Detroit Become Human. Wahrscheinlich schon länger. Und ja, ich wollte euch heute mal ein bisschen überraschen. Und spiele jetzt einmal die Demo-Version dieses wundervollen Spiels. Ob es das eines Tages mal als Let's Play auf meinem Kanal geben wird, weiß ich nicht. Aber ja, heute gibt es erstmal das Let's Play dafür, das Let's Test dazu. Und eines Tages vielleicht auch mal, ich will noch nichts versprechen, aber ganz gerne auch mal irgendwann das Let's Play von Detroit Become Human. Ich freue mich schon jetzt auf das Let's Test. Na, dann starten wir mal die Demo-Version. Legen wir los und wagen wir uns an die Demo-Version von Detroit Become Human. Let's go. Ach komm, wir spielen es jetzt für die Demo-Version mal leicht. Ich werde es wahrscheinlich auch auf leicht brauchen. Gut, na dann. Fortfahren. 15. August 2038. 20.29 Uhr. Okay, und jetzt kann ich steuern. Dann spiele ich diesen Droiden hier. Und schaue mich erstmal um. Interagieren können wir mit der Maustaste. Okay, hier können wir mit nichts interagieren. Hier können wir mit was interagieren. Nehmen können wir das. Na komm, hier nimm. Nimm doch. Interagiere mit Hilfe der Maus. Ja. Okay. Ich glaube, wir werden gebraucht. Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, wir das müssen jetzt das gehen. Können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Okay, finde Captain Allen. Okay. Okay, um die Ziele einzusehen. Aha, da haben wir schon ein Ziel. Ist der gelb duckt. Das scheint unser Ziel zu sein. Dann gehen wir mal dorthin. Hallo, Captain. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Okay, Namensabweichlers, Verhalten des Abweichlers, seiner Schock, Deaktivierungsgut. Name. Ist sein Name bekannt? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Oh. Chance auf Erfolg minus. Okay. Verstehe, was passiert ist. Rette die Geister um jeden Preis.
Okay, ja, wir können uns hier manchmal entscheiden und haben so ein paar Möglichkeiten auszuwählen. Point and click, wie es ausschaut. Na komm, analysieren. Benutze die Maus, um den Cursor zu bewegen. Okay. Munition. Ein Blackhawk. Eine Blackhawk. Ja, interessant. F rekonstruieren. Ich drücke F. Ah, okay. A und benutze folgende Tasten, um die Rekonstruktion zu überprüfen. A und D. Okay. A und D. Okay, das mache ich gerade mit der Maus. Okay, was genau soll ich da tun? Ach so, ja. Okay, da hat er den Koffer rausgeholt aus dem Schrank. Und den Koffer geöffnet. Sehr schön. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja. Sehr schön. Ja, der Abwehrhändler nahm die Waffe des Vaters. Okay. Ja. Verlassen. Okay, das haben wir jetzt herausgefunden. 51% auf Erfolg. Das ist ja großartig. Verstehe, was passiert ist. Suche das Zimmer der Geisel. Okay, und das Zimmer der Geisel ist hier. Da müssen wir hin. Okay, analysieren. Okay, der Vermittler greift jetzt ein. Ich bin aber noch hier am Untersuchen. Hinweis analysiert. 0 von 4. Verstorben. Okay. Schusswunde kalibrieren. Okay. Hier haben wir noch eine Wunde. Noch eine Schusswunde. Okay, rekonstruiert. Okay, jetzt können wir mit A und D zurückspulen. Sehr gut, langsam kapier ich's. Spul zurück, um nach den Hinweisen zu suchen. Mit A. Aha. Verlassen. Okay. Das haben wir rekonstruiert. Wahrscheinlich noch nicht final, aber okay. Sag doch nicht sowas. Scheiß Android. Analysieren. Na komm, hier. Analysieren. Der Officer war als erster vor Ort. Okay. Du wurdest dann auch getötet dadurch. Untersuchen. Hier haben wir einen Schuh. Na komm, untersuchen. Kinderschuh. Buntes Modell. Geister könnte verletzt sein. Okay. Informationen gefunden. Tun wir die nochmal untersuchen. Okay. DPD Officer. Ich untersuche hier erstmal in Ruhe. Die Ruhe muss sein.
muss sein hier. Verstorben. Okay. Da sehen wir, wer das war und wer das ist. Und wie das passiert ist. Ah, hier wieder. A und D. Okay. Da passierte was. Polizist verletzte den Abweichler. Okay. Gesse sah die Schießerei. Das arme Kind. Na. Das müssen wir hier noch analysieren. Das haben wir noch nicht. 2 von 3. Na egal. Okay. SWAT-Hubschrauber. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh. Hier haben wir doch noch was. Analysieren. Na komm. Das könnte wichtig sein. Oh Mann. Dann schaue ich mal. 49% auf Erfolg. Soll ich da mal rausgehen? Gesse geortet. Ja, was tue ich jetzt? Okay. Das können wir jetzt noch untersuchen. Lecker. Schleck, schleck. Frisches blaues Blut. Modell PL 600. An welchem Modell festgestellt? Okay. Chance auf Erfolg 51%. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen wenig, aber ich glaube, damit müssen wir umgehen. Müssen wir hoffen, dass das für den Erfolg reicht. 51% ist mir persönlich ein bisschen wenig, aber. Ich glaube, wir müssen mal langsam raus. Nach draußen gehen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber das tun wir jetzt wohl mal. Nach draußen gehen, na komm. Ich versuch's doch. Nach draußen gehen. Was passiert ist, durchsucht das Zimmer der Geisel, untersucht die Opfer. Geisel, okay. Haben wir noch nicht gemacht, oder? Haben wir es noch nicht geschafft? Okay. Oh wei. Ich wiederhole, Mann getroffen, sofort evakuieren. Okay, da wurde jemand geschossen. Jemand hat geschossen. Komm, lass uns doch rausgehen, lass uns mal mit den... Knallen wir dieses Arschloch ab. Ich hab freie Schusswahl. Au. Fuck. Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Okay. Jetzt müssen wir das Mädchen retten. Und vielleicht auch den Androiden. Mein Name ist Connor! Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Wir müssen reden. Den Namen haben sie mir gegeben. Bleib weg! Wenn ich eins gelernt habe, 32% Erfolg. Oh, na toll. Gewinn das Vertrauen des Abweichlers. Langsam nähern. Ja, wenn ich eins... Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich weiß, du bist wütend, Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe! Niemand kann mir helfen! Es soll einfach alles aufhören! Ich will nur, dass alles aufhört!
ganz langsam nähern. Realistisch. Realistisch. Es ist vorbei, Daniel. Dein Verbrechen ist zu schwer. Die Frage ist, ob du noch ein unschuldiges Leben vernichtest. Du hast nichts zu sagen. Ich mache dir die Regeln. Wenn ich sterbe, stirbt sie auch. Oh nein. Verstanden? Verstanden, 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 verstanden. Einfühlsam mit Geisel sprechen. Einfühlsam 2. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Oh, oh. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Verstehe. Mit Geisel sprechen. Ist alles okay, Emma? Bitte hilf mir! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Niemand wird hier sterben. Du musst ruhig bleiben. Es kommt alles wieder in Ordnung. Okay. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Und schau, dieser Helikopter soll verschwinden. Annehmen, annehmen, annehmen. Haut ab. Ich krieg das hin. Ist es zwar nicht, aber ich krieg das hin. Da, du kriegst das hilft mir. Ja, ran. Vertrauen. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will, dass alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Kompromiss? Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Das ist nicht möglich. Ich will nicht sterben. Verstehe ich, beschwichtigend. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Aber jetzt werde ich selbst nicht. Nein, 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 nein. Ach du Scheiße. Los, greif. Greif das Mädchen. Ach du Scheiße. Ja, es hätte besser laufen können. Wir hätten den Druiden auch noch retten können. Mission erfolgreich. Naja. Geht auch optimaler. Mädchen ist gerettet, ja. Und den Druiden hätten wir auch retten können. Und uns. Wir sind ja mit runtergefallen. Ja, Entscheidungen. Eine Entscheidung kann alles bedeuten. Dies ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du die bisher eingeschlagenen Wege, die noch zu erkundenden Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in den Extras ausgeben kannst. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Okay. Connor sprang wegen Emma und fiel. Ja, hier gab es noch 3 andere Enden. Ich glaube, das war es hier. Das war das Optimalste, haben wir nicht geschafft. Das wäre dann wahrscheinlich gewesen, wenn wir beide gerettet haben. Wir haben hier jetzt wir haben die Mission geschafft, aber sind dabei selbst draufgegangen. Ja, dann gab es hier noch eine Option. Und dann gab es hier wahrscheinlich das Worst-Case-Szenario. Oh, da gab es noch mehrere. Okay, gab es wohl mehrere Worst-Case. In Worst Cases. Okay, schauen wir mal an. Missionsstart mit Captain Allen sprechen. Okay, hier hätten wir nicht mit ihm sprechen können. Wahrscheinlich, dann wäre es hier weitergegangen.
Waffenkoffer untersuchen. Ach, oh, hier haben wir einige Hinweise noch gar nicht gefunden. Nach draußen gehen, Sword verwundet. Ja, wahrscheinlich, weil wir gezögert haben und hier ein bisschen zu lange untersucht haben, haben wir hier den Sword. Abweichler draußen konfrontieren. Freundliche Herangehensweise. Helikopter wegschicken. Ja, hier hätten wir auch unfreundlich herangehen können. Und dann haben wir hier die nicht wegschicken. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit. Abweichler anlügen. Kein Vertrauen aufbauen. Oh Mann, ja. Abweichler springt mit Emma. Ich habe kein Vertrauen aufgebaut. Ja gut, das ist da ein bisschen, ja. Da hat es mir am Ende ein bisschen an den nötigen, an den richtigen Sätzen gefehlt. Hätte ich noch ein bisschen eine andere Entscheidung treffen müssen. Ja gut. Das ist unser Ende dieses. Also unser, so wie wir es erreicht haben. We are all the result of the choices we've made. Every decision, every word, every silence defines who we are, who we will be, who we could have been. You can choose to live with your head down, stay in line, obey orders, and become who everybody wants you to be. Or you can choose to stand up, fight for what you believe in, and become who you really are. Through our decisions, we write our own story. Now it's time to make my choices, to decide who I will be. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. My mission is to stop the deviants. That's what I was designed to be. But what I do now is up to you. Detroit to become human. Ja, das war die Demo-Version zu Detroit Become Human. In Detroit verändern deine Entscheidungen den Verlauf der Geschichte. Szenen können je nach Spielweise sehr unterschiedlich sein und jede Szene kann lange Zeit Auswirkungen haben. Willst du diese Szene noch einmal spielen und einen anderen Ausgang erleben? Ja, sehr gerne, aber für dieses Spiel, für dieses Let's Test, lass ich es jetzt hier mal sein. Ich werde es offscreen nochmal weiterspielen. Und ja, verabschiede ich euch an dieser Stelle und sage Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und bis das nächste Let's Test, vielleicht eines fernen Tages mal Let's Play Detroit Become Human auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Ja, ansonsten habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Und man sieht sich auf meinem Kanal in einem anderen Video, in einem anderen Let's Play, in einem anderen Let's Test wieder. Bis dann und ciao.